Liebe Drehscheibe Leipzig-Zuschauer, die Sommerzeit ist natürlich auch eine Zeit, in der man gerne draußen unterwegs ist, so auch am 7. Juli, denn da wird die Sonne scheinen. Das hofft zumindest Thorsten Schaaf. Du bist Organisator des Sparkassen Swim and Run in Taucha. Hallo. Hallo. Ja, das Sparkassen Swim and Run letztes Jahr ist erstmalig in Taucha stattgefunden. Was verbirgt sich dahinter? Ja, es ist eine Kombination aus, wie es der Name schon sagt, zwei Disziplinen, Schwimmen und Laufen. Wir sprechen da sehr viele Quereinsteiger an, sei das heißt, es reine Läufer, reine Schwimmer oder natürlich Hauptfokus liegt auf den Triathleten. Und am 7. Juli im Pathebad in Taucha, da startet praktisch die zweite Auflage. Wer kann denn alles daran teilnehmen? Jedermann. Also ist wirklich, der Fokus liegt wirklich auf dem Breitensportler, also weniger der Leistungsambitionierte. Deswegen haben wir auch relativ kurze Strecken im Angebot. Also es kann wirklich jeder mitmachen. Wir haben Staffelwettbewerb drin. Also rundum für alle zugänglich das Ganze. Wir zeigen ja jetzt auch noch im Zuge unseres Gesprächs noch Bilder. Man sieht da auch Kinder und Jugendliche, also nach unten. Wo fängt es dann an? Wo geht's los? Ja, wir fangen so mit 6, 7 Jahren geht's los. Also wir richten uns da nach gewissen Regeln, die uns auch vorgegeben sind von der Deutschen Triathlon Union. Wir haben eine Kinderstrecke im Angebot, das ist ganz, ganz kurz, 25 Meter Schwimmen, 400 Meter Laufen und so eine Schnupperstrecke, die auch jeder absolvieren kann. Da geht es über 150 Meter Schwimmen und 1,7 Kilometer Laufen. Wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Leipzig-Fernsehen-Zuschauer zu Hause sitzt und sagt, halte ich denn das überhaupt durch? Kann ich da noch überhaupt mitmachen? Gibt es da Möglichkeiten oder kann man jetzt nur noch Zuschauer sein? So eine Woche ist es noch knapp bis hin? Nein, es gibt schon noch Möglichkeiten. Also die offizielle Anmeldung läuft bis kommenden Mittwoch jetzt, 24 Uhr. Da kann man sich online auf unserer Homepage www.sparkassen-swim-run.de anmelden. Oder letzte Plätze werden dann am Sonntagmorgen zwischen 8 und 9 Uhr direkt im Paderborn dann vergeben. Also da kann man dann auch noch hinkommen, aber natürlich auch als Gast, um sich das erstmal anzuschauen, um vielleicht sich schon mal mental vorzubereiten auf dann nächstes Jahr. Ja. Ja, auf jeden Fall, ne? Also man zeigt auch, also wir haben sehr, sehr viele, die das erste Mal dabei sind, also die im letzten Jahr das Ganze sich vielleicht angeschaut haben und die dieses Jahr sich in die Starterliste eingetragen haben. Also zumindest die aktuellen Meldezahlen, über der Hälfte sind Neueinsteiger, das heißt, die waren beim ersten Mal noch nicht dabei gewesen. Wer jetzt das Paterbad kennt, der weiß natürlich, ganz so groß ist es nicht, dass man da hunderte Meter oder Kilometer laufen kann. Wo führt dann die Strecke durch Taucha für die Insider jetzt? Ja, für die Insider, die am Schöppenteich, zumindest die Laufstrecke, also Schwimmstrecke, denke ich mal, ist klar im Becken drin und dann die Laufstrecke über den Schöppenteich, über den Stadtpark, hinten Schmiedehöfchen. Also das sind 1,7 Kilometer, sehr zuschauerfreundliche Runde. Also die Leute kommen auch dann auf der Langstrecke zumindest mehrmal im Bad vorbei. Also für Zuschauer sehr interessant, das Ganze zu beobachten. Wie viele Läufer und Schwimmer erwartet ihr? Also wir haben jetzt knapp über 200 Anmeldungen. Ein Teilnehmerlimit haben wir bei 300 gesetzt und ja, der Hauptteil oder Großteil der Leute wird über 500 Meter schwimmen und 5 Kilometer laufen über die Hauptstrecke an den Start gehen. Vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst für unsere Zuschauer an den Fernsehgeräten zu Hause. Wann sollte man wo spätestens sein, um nichts zu verpassen? Also der erste Start ist 9:30 Uhr für die Zuschauer in Paderborn. Da geht es mit den Kindern los und ja, die Teilnehmer bekommen alle separat nochmal ein Briefing zugeschickt, wann sie ihre Startunterlagen abzuholen haben. Also wir empfehlen auf jeden Fall, wer starten möchte, die Voranmeldung bis Mittwoch zu nutzen. Wunderbar, Thorsten Schaaf. Vielen Dank, dass du heute hier Gerne. warst. Und wir haben natürlich jetzt viel geredet, schon das ein oder andere Bild gezeigt. Aber wir waren auch letztes Jahr im Paterbad beim Sparkassen Swim and Run dabei. Und die Bilder, die sehen Sie jetzt. Oder dann spätestens am 7. Juli, Sonntag ab 9:30 Uhr, hinkommen ins Paterbad und den Swim and Run in diesem Jahr erleben. Bis dahin, tschüss. Es war sehr warm, es war sehr anstrengend, aber es hat ganz toll Spaß gemacht. Übelst warm. Schöne Steigung hinten drin und schöne Sache. Es war heiß, aber es hat Spaß gemacht. War ein schöner Wettkampf, war aber ein bisschen anstrengend zum Schluss, aber hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, schöne Strecke.